zusammen, wir arbeiten heute mit euch ein rundes Deckchen, so schaut's aus. Dazu habe ich 60 Gramm Wolle gebraucht, das ist die Cotton Soft Wolle, Lauflänge 50 Gramm, 150 Meter, Haken braucht man, also nach den Angaben 3,3 bis 4. Also ich habe Haken Nummer 3,5 verwendet, wenn der zu klein sein sollte, kann man auch Haken Nummer 5 nehmen. Also diese schönen Haken kann man auch bei Amazon bestellen. Den Link habe ich unten ausgestellt. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Für das Deckchen nehme ich die Wolle Cotton Soft von Rilana und Haken Nummer 3,5. So, wir fangen mit einem Fadenring an. Und zwar, ich gehe unter den Faden mit dem Haken, drehe den Haken so einmal um und arbeite die erste Masche. Die ein bisschen lockerer arbeiten. Jetzt arbeite ich drei Luftmaschen. So, und diese erste Masche verwende ich als Fadenring. Da arbeite ich weitere 19 Stäbchen. Und zwar ist es so, wenn wir die erste Runde mit 20 Stäbchen insgesamt beginnen, dann haben wir 10 Blütenblätter. Wenn wir zum Beispiel mit 24 beginnen, dann haben wir 12. Also nach der Anleitung stehen eigentlich 24, aber ich finde, für die Wolle ist das zu viel. Ich probiere das mit 20 Maschen aus und mal schauen, ob das hinhaut. So könnt ihr euch vielleicht auch an eure Wolle anpassen, also mehr oder weniger Stäbchen in der ersten Reihe arbeiten. So, wie gesagt, ich arbeite jetzt weitere 19 Stäbchen. Umschlag in die erste Masche einstechen, Faden holen. Ich habe jetzt drei Schlingen auf dem Haken, die ersten zwei durch und die zweiten zwei durch. Und so arbeiten wir alle weiteren Stäbchen. Also wie gesagt, 19 Stäbchen arbeiten wir jetzt. So, dann weitere Stäbchen arbeiten. So, ich habe jetzt 19 Stäbchen gearbeitet. Jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettenmasche. Also hier steche ich ein in die dritte Luftmasche, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So. Jetzt arbeiten wir die nächste Reihe. Ich beginne mit drei Luftmaschen. Arbeite in dieselbe Stelle ein Stäbchen, also Umschlag. Hier, wo die drei Luftmaschen sind, einstechen. Faden holen, ein Stäbchen arbeiten. Dann arbeite ich zwei Luftmaschen. Jetzt überspringe ich unten eine Masche. Und in die zweite Masche arbeite ich das erste Stäbchen und nochmal in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen. Also wie gesagt, hier haben wir in dieselbe Stelle ein zusätzliches Stäbchen gearbeitet. Ein Stäbchen überspringen und in das nächste Stäbchen zwei Stäbchen arbeiten. Dann zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen unten überspringen, in das zweite zwei Stäbchen arbeiten. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen in dieselbe Stelle. Und so arbeiten wir dann die Runde weiter, also zwei Luftmaschen, eine Masche unten überspringen, in die nächste Masche zwei Stäbchen arbeiten. So, jetzt habe ich die Runde gearbeitet, jetzt schließe ich hier erstmal zwei Luftmaschen und in die dritte Luftmasche einstechen und die Runde mit einer Kettmasche schließen. So, die nächste Runde beginne ich mit drei Luftmaschen. So, und jetzt arbeite ich in dieselbe Stelle ein Stäbchen. Also hier wieder einstechen,
ein Stäbchen arbeiten, dann eine Luftmasche. Und jetzt arbeite ich in das zweite Stäbchen hier. Da haben wir immer zwei Stäbchen. In das zweite arbeite ich zwei Stäbchen. So, dann arbeite ich zwei Luftmaschen. In das erste Stäbchen zwei Stäbchen arbeiten. Also diese Luftmaschen überspringen wir und arbeiten in das erste Stäbchen erstmal zwei Stäbchen. Dann eine Luftmasche und in das zweite Stäbchen auch zwei Stäbchen. So schaut es aus. Hier zwischen arbeiten wir zwei Stäbchen. Und dann wieder hier in das erste Stäbchen zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und wieder zwei Stäbchen. Na, ich befürchte schon, dass da die zwei Luftmaschen zu viel sind. Das wählt sich jetzt. Also ich glaube, ich arbeite da jeweils eine Luftmasche. Also ich trenne es nochmal auf und versuche es mit einer Luftmasche und dann schauen wir, wie das wird. So, eine Luftmasche, also überall eine Luftmasche dazwischen und jeweils zwei Stäbchen in jedes Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche und in jedes Stäbchen zwei Stäbchen arbeiten. Eine Luftmasche. So schaut es besser aus. Und dann schauen wir, wie wir das weiterarbeiten. So arbeiten wir jetzt erstmal diese Runde zu Ende. So, und die Runde habe ich jetzt zu Ende gearbeitet. Also hier eine Luftmasche und dann schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen und durch die rechte durchziehen. So, die vierte Runde beginne ich genauso mit drei Luftmaschen. So, und dann arbeite ich wieder in dieselbe Stelle. Hier muss ich erstmal schauen, ist in das Stäbchen. Also nicht hier, sondern in dieses Stäbchen arbeite ich jetzt ein Stäbchen. So, und dann arbeite ich zwei Luftmaschen. Und jetzt arbeite ich in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. So, jetzt arbeite ich da wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen und dazwischen zwei Luftmaschen und dann wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen. So. Also wir haben hier diese vier Stäbchen, also dazwischen arbeite ich immer zwei Luftmaschen hier. Auch zwei Luftmaschen, hier zwei Luftmaschen und so weiter. Also praktisch immer zwischen den beiden Stäbchen zwei Luftmaschen arbeiten. Und bei den vier Stäbchen erstmal die ersten zwei Stäbchen arbeiten. Dann zwei Luftmaschen und die zweiten zwei Stäbchen arbeiten. Und so arbeiten wir dann die Reihe weiter. So schaut es aus. So, die fünfte Reihe arbeite ich genauso wie die vierte. Drei Luftmaschen, in jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen arbeiten. Zwei Luftmaschen. Und dann wiederum zwei Stäbchen.
zwei Luftmaschen. Wie gesagt, in jedes Stäbchen ein Stäbchen hier arbeiten. Und so arbeiten wir dann diese Runde weiter, also immer zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen. So, jetzt arbeiten wir die sechste Runde. Ich beginne mit drei Luftmaschen. So, und arbeite hier ein Stäbchen. Jetzt arbeite ich erstmal drei Luftmaschen und dann zwei Stäbchen. Also wie gesagt, mit drei Luftmaschen beginnen, ein Stäbchen, dann drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und das machen wir jetzt im Wechsel. So, jetzt arbeite ich drei Luftmaschen, zwei Stäbchen, und dann arbeite ich zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So schaut es aus. Also wir beginnen mit drei, dann zwei Luftmaschen, drei, dann zwei Luftmaschen. Und so arbeiten wir die Runde dann weiter. So, am Ende der sechsten Reihe, da habe ich zwei Luftmaschen und mit Kettmasche habe ich verschlossen. Die achte Reihe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die siebte Reihe arbeiten wir jetzt. Mit drei Luftmaschen beginnen, wieder ein Stäbchen. So, jetzt arbeite ich vier Luftmaschen und zwei Stäbchen. Dann arbeite ich wieder zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Dann arbeite ich vier Luftmaschen, zwei Stäbchen. So. Schaut das Ganze aus. Also wie gesagt, wir arbeiten jetzt im Wechsel. Vier, zwei, vier Luftmaschen. Dazwischen immer zwei Stäbchen, das bleibt. Also da, wo wir die zwei Stäbchen arbeiten, da arbeiten wir jetzt immer weiter und hier verändern wir die Anzahl. So, und die achte Runde beginne ich genauso. Ich arbeite hier das erste Stäbchen. So, und dann arbeite ich zwei Luftmaschen. In die Mitte hier ein Stäbchen arbeiten. Da, wo wir die vier Luftmaschen haben, in diesen Bogen arbeite ich jetzt ein Stäbchen, dann zwei Luftmaschen. Und hier arbeiten wir genauso wie bis jetzt. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Also schaut es nochmal aus. Also jetzt arbeiten wir wieder zwei Luftmaschen. Da, wo die vier Luftmaschen sind, da in den Bogen arbeite ich ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und jetzt arbeite ich zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und so arbeiten wir die ganze Runde. Und so schaut es dann aus. So, jetzt arbeite ich die neunte Runde. Ich beginne genauso mit drei Luftmaschen
und einem Stäbchen. So, dann arbeite ich 3 Luftmaschen. Jetzt haben wir hier dieses Stäbchen, das mittlere. Jetzt arbeite ich da 2 Stäbchen. So, jetzt arbeite ich 3 Luftmaschen und arbeite hier in jedes Stäbchen auch ein Stäbchen. So, und so arbeiten wir dann weiter. Also hier, das bleibt bei uns mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und hier, wo wir mittig eine Masche gearbeitet haben, da arbeite ich jetzt 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die mittlere Masche. Dann 3 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Also ich sag, so schaut es aus. Hier arbeiten wir weiter nach Muster mit 2 Luftmaschen dazwischen. Und hier, das sind diese Blütenblätter, die vergrößern sich jetzt. Da arbeiten wir 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen. Und so die Runde dann zu Ende arbeiten.